Feierliche Musik, ehrwürdige Kulisse und zahlreiche elegant gekleidete junge Menschen. Das gab es am Samstag, den 15. Oktober in der Magdeburger Johanneskirche. Dort ehrte die Industrie- und Handelskammer Magdeburg die besten Auszubildenden des vergangenen Lehrjahres aus dem Kammerbezirk zwischen Altmark und Harz. Nach der musikalischen Rahmung durch die Band Radio Nation begrüßten zuerst IHK-Präsident Klaus Olbricht und Frank Diesener, der Bildungsstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt, die Anwesenden, bevor es dann an die Ehrungen ging. 76 nun ehemalige Auszubildende holten sich Glückwünsche, Urkunde und Blume ab. Auch von mir herzlichen Glückwunsch, haben Sie ganz toll gemacht. Bitte schön. Eine von ihnen war Ti Mai Nguyen. Sie hat ihre Kochlehre mit dem besten Kammerergebnis abgeschlossen. Und das, obwohl sie erst für die Ausbildung mit Mann und Kind nach Deutschland gekommen ist und sich schnell eingelebt hat. Gefällt mir, also Deutschland gefällt mir. Hat mir so lange gefallen. Und ich möchte immer Deutsch lernen. Und außerdem, also wie gesagt, also Kochen ist meine Leidenschaft. Deswegen, also ich möchte sehr gerne in Deutschland hier weiter arbeiten. Ja, die Mai, das kann ich schon sagen, ist schon eine Perle. Und wir hatten das Glück, dass sie zu uns gekommen ist. Denn sie bringt, das haben Sie eben gehört, das Potenzial mit, die Leidenschaft mit, möchte Köchin werden. Und wenn das schon mal gewährleistet ist, dass das wirklich das Ziel ist und dann so ehrgeizig ist wie Sie, dann ist es nicht schwer, Sie hierher zu bringen. Ein Gemeinschaftsprojekt der IHK und der DEHOGA hat Ti Mai nach Deutschland geführt. Der Fachkräftemangel im Land war hier eine der Triebfedern. Was an Menge fehlt, macht hier aber die Qualität wieder wett. Und niemand steht dafür in diesem Jahr so wie Kenny Notnagel. Er ist nicht nur die beste Fachkraft für Lebensmitteltechnik, sondern mit 98 von 100 Punkten auch insgesamt bester Azubi der Kammer. Er ist sich bewusst, dass es nicht nur einfach Fachkräfte, sondern vor allem qualifizierte Fachkräfte braucht. Da ist jeder selbst gefragt, das heißt von Tag 1 an vor allem Interesse zeigen. Jeder möchte einem weiterhelfen, das heißt man möchte später auch mit qualifizierten Kollegen zusammenarbeiten. Deswegen würde ich sagen, für einen selber, aber auch für das Umfeld und für die anderen ist es wichtig, dass man sich da gut engagiert. Und auch wenn es mal Rückschläge gibt, auf keinen Fall zurückstecken, sich Hilfe suchen und dranbleiben auf jeden Fall. Das galt sicherlich auch für die Auszubildenden des Magdeburger Anlagenbauers FAM, die wegen der Insolvenz ihres Betriebes ohne Unternehmen dastanden. Einen Teil hat es nach Schönebeck gezogen, zur ThyssenKrupp Presta Schönebeck GmbH. Die erhielten zum einen dafür einen der 6 Bildungspreise der IHK, zum anderen für ihr Engagement in der Azubi- und Mitarbeitergewinnung. Die Mitarbeiter sollen sich hier wohlfühlen. Auszubildende natürlich insbesondere. Und da geben wir uns sehr viel Mühe, gerade bei den Auszubildenden. Wir haben jetzt gerade die Ausbildungswerkstatt erweitert, umgebaut. Wir kriegen jetzt noch neue Maschinen dazu, sodass wir hier auch unseren Auszubildenden sehr viel bieten können. Und arbeiten auch bei uns am Betriebsklima, sodass sich alle Arbeitnehmer inklusive der Auszubildenden bei uns wohlfühlen. Klingt für die nachkommende Azubi-Generation vielversprechend. Nicht nur in Schönebeck, sondern im ganzen Land. Gebraucht werden sie alle, ob Spitzenergebnis oder nicht.